Ja, wir haben hier ein spezielles Einsatzkonzept entwickelt, speziell für die Neubaustrecke, gemeinsam mit den Kollegen aus Bayern. Wir haben verschiedene Trupps. Die ersten, die den Erkundungstrupp stellen, dann kommt der Löschtrupp und dann der Such- und Rettungstrupp. Und innerhalb des Such- und Rettungstrupps gezielt gelernt wird, geschult wird, wie die Leute dann am kräfteschonendsten die Reisenden im Ereignisfall aus dem Zug herausbekommen können, mittels verschiedenen Rettungsmitteln. Wir haben dort einen Einblick gehabt in einen befahrbaren Rettungsstollen. Es gibt die verschiedenen Varianten hier an der Neubaustrecke, entweder einen begehbaren Rettungsstollen oder einen befahrbaren Rettungsstollen, genauso wie Rettungsschächte. Das ist jetzt hier der längste befahrbare Rettungsstollen mit knapp 3 Kilometern Länge. Ja, die Arbeitsgruppe um das ganze Thema Gefahrenabwehr entlang der Neubaustrecke, die existiert jetzt seit 6 Jahren. Man hatte sich Gedanken gemacht, was ist erstmal die Grundlage, was ist das Einsatzszenario, wie können wir dem entgegenwirken, was brauchen wir an Rettungsmitteln, was brauchen wir an technischen Gerätschaften, um zu gewährleisten, dass das Einsatzkonzept nachher dann noch funktioniert. Also der Unterschied zwischen den alten Schnellfahrstrecken ist, dass wir hier das Prinzip der Selbst- und Fremdrettung haben. Die Selbstrettung, die Zugbegleiter evakuieren die Reisenden und die Reisenden erreichen die sicheren Bereiche. Parallel wurde der Fremdrettungsprozess gestartet, also die Rettungskräfte fahren den Ereignisort an und beginnen mit der Erkundung und mit den entsprechenden Maßnahmen vor Ort.